So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zum nächsten Live-Let's Play. Wir spielen Sleeping Dogs auf der guten alten, na, wir kennen doch dieses wunderbar geile Design, die PlayStation 3. Wie gesagt, wir spielen Sleeping Dogs, ein richtig, richtig geiles Spiel, was ich schon mal durchgespielt habe, sprich die Story kenne ich. Aber ich habe richtig Bock, das mal als Let's Play zu machen und ich habe das auch mal gemacht, die PC-Version. Allerdings war damals mein PC noch nicht stark genug und ich bin immer wieder mal festgehangen, es hat krass geruckelt und dann gab es irgendeine Stelle, wo ich dann ein ganzes Gebäude geglitscht bin und da konnte ich es irgendwie nicht mehr spielen. Und da dachte ich, machen wir mal lieber später. Und lustigerweise, jetzt wo ich einen etwas stärkeren PC hätte zum vom PC spielen, mache ich die Konsolenversion von der PlayStation 3. Ist nicht ganz 300 IQ, aber ich habe da ziemlich Bock drauf. Auch wenn ich als, ich sag mal First Day Spiel besitze, also ich habe das Spiel hier im Original. Da ich das Spiel im Original besitze, kann ich leider nicht die Story DLCs dazu spielen, denn dafür bräuchte das komplette Spiel digital. Müsste dafür entweder 15 Euro oder 30 Euro zahlen. Und da ich da keinen Bock drauf habe, spielen wir es einfach mal so. Und ich hoffe, es leckt gerade nicht. Oh. Es hat gerade ein bisschen geleckt. Aber okay. Quatsch mal nicht weiter lang drum rum. Ich werde auch nicht so viel von der Story spoilern. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Diesmal sogar mit ein bisschen Action. Denn in letzter Zeit war es ein bisschen leicht ruhiger. Aber diesmal geht es ein bisschen mehr zur Sache. Trotzdem irgendwie. So, Bot ist schon mal da. Sehr schön. Hi. Ich habe gerade schon ein bisschen viel Frame Drops. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, warten wir mal ein bisschen, bevor wir richtig starten. Der Titel steht schon im Chat drin. Wei Erking Shen. So heißt der Hauptcharakter von diesem richtig, richtig geilen Spiel mit einer richtig geilen Story. Und ich denke, es hat sich so langsam eingependelt mit knapp 3 Mbit derzeit. Ja, sieht derzeit relativ gut aus. Also, wenn es ab und zu mal Frame-Einbrüche gibt, dann tut es mir leid, oder wenn es laggt. Ist leider so. Ich bin auf dem Dorf, ich habe ein gutes Internet, aber kein richtig geiles, deshalb kann es ab und zu leider passieren. Und ich hoffe auch wie immer sehr, dass die Lautstärke von allen passt und alles gut abgestimmt ist. Ich hätte am Anfang gleich mal ein bisschen reingucken, aber erst einmal würde ich mal sagen, wir gehen mal ins Spiel rein. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit Sleeping Dogs. Doof. Booyah. Ah. Haben wir gleich? So, jetzt haben wir Bild, wunderbar. Gerne mal ganz kurz das kleine Problem da hinten, habe ich völlig übersehen. Eine Sekunde. So. Hört man es? Das lauter vielleicht? So. Verpassen Sie nicht die vollständige Sleeping Dogs TMR-Erfahrung.
wenn sie sich bei PlayStation netzwerken, um auf Online-Funktionen zugreifen zu können. Wie gesagt, macht bei meiner Version leider wenig Sinn. Denn ich kann bei dieser Version nur 3 DLCs runterladen und es gibt insgesamt 24. Ist ein bisschen echt blöd gemacht. Auch übrigens ein richtig geiles. Ich liebe das Hauptmenü, ich liebe ja so Drachen. Weil ich fast schon sagen muss, ich mache mir mal ein bisschen. Also ich zeige euch ganz kurz hier. Richtig geil verschnörkelt. Ist wieder ein bisschen blöd, dass ich einen fetten Teil vom Bild wieder mal einnehme. Mache ich mal einen Ticken kleiner. So, passt schon. Ich guck mal ganz kurz. Ich höre mich mal kurz selbst an. Also geht mal relativ strange an. Aber es ist immer am allerbesten, wenn ich da ein, zwei Minuten verschwende, um da mal selbst reinzuhören. So. Alles geht von vorne los, sehr schön. Gucken wir mal. Wo ist mein Stream? Da. Okay. Klingt schon ein bisschen leicht laut. Ich mache es ein bisschen leiser. So, Start drücken. Muss ein bisschen jetzt mal reinhören. So, wieder okay. Haben wir gleich. So, jetzt müssten wir es ganz kurz hören. Ich quatsch schon ein bisschen drüber, damit wir das delaymäßig sehr gut abhören können. Sind wir ein bisschen. Doch ein bisschen lauter. Man hört überhaupt nichts. So. Ist passt alles so gut? Hey, warst du beim Friseur? Und hi. Erstens, hi. Zweitens, ich hoffe, der Sound passt. Ich höre mich gerade selbst, was ein bisschen leicht wird ist. Aber ich denke, die Abstimmung passt relativ gut. Also machen wir das mal aus, bevor ich mich 8-mal koppel. Einmal ist schon wild genug. Aber ja, ich war beim Friseur. Ist aber schon eine halbe Woche, ja, es war am Samstag. Also, gestern hatte ich auch die Frisur. Und gestern warst du auch da. Ich glaube, da hast du nicht so ganz hingeguckt. Aber gut, da sieht man es ein bisschen besser. Hier meine Schokoladenseite. Also, heute spielen wir mal was. So, sehr schön. Heute spielen wir mal was ganz anderes, nämlich Sleeping Dogs von 2013. Ne, 2012, noch älter. 8 Jahre alt, richtig krass. Und ich zitiere auf den Cover: dicke Konkurrenz für GTA. Ausgezeichnet über 90%. Ja. Bisher gibt es noch kein Sleeping Dogs 2 und noch kein Sleeping Dogs auf 3 Konsolen wie bei GTA 5. Also ein bisschen leicht übertrieben. Trotzdem ein richtig geiles Spiel. So, ich will jetzt aber mal nicht zu viel quatschen. Sound passt auch soweit. Anzeige kann man relativ wenig anders einstellen. Audio-Optionen. Gut, da kann ich jetzt auch wenig. Konnte man nicht irgendwo Synchronisation einstellen? Nö. Nur Untertitel. Kantonesisch, das wäre wild. Nehmen wir, machen es mal ein. Ich speichere mal das nicht veränderte. Boah, richtig schön klassisch. Steuerung müsste auch soweit passen. Ja, weiß ich ungefähr. Wird eh wieder erklärt. Also, wenn wir sagen, wir beginnen mal ein neues Spiel. Language, viel Spaß bei Sleeping Dogs. So, neues Spiel. OK，
各单位准备，我睇实佢。你捉个威先好啊。 He's only. I'm a fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? The other gets you more. Hey, you more for? Yeah, you got the money? Hey, Chief Wong, over there. What? 揾人截住佢啦！冇可能，我哋呢度太遠啦，路。細路唔好亂嚟啊 ！Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. 睇下點。喂 ，my shit's not good enough for you？ 喂，究竟發生咩事啊？咩啊？邊撚過你？停手，唔喐。Calm, calm, my friend. Are you crazy? No, don't. Maybe we can sort something out, huh？ 你兇我。 你知唔知我系边个啊？再报警，唔好俾佢走甩啊！截住佢！我伤害我啊！Fucking hell! Don't do it, man! Don't do it! 听我警察，我乱嚟啊！Let's go! Let's go! 哦哦。 Moment, kurz da lang sprinten. Sprinten, laufen ein bisschen. So, perfekt. Steuerung ist schon fast gefühlt drin. Ist leicht ungewohnt, aber alles gut. Folgen wir mal Ness, meinem Kollegen. X. Nochmal. Also, die Grafik vor der PC ist schon ein bisschen besser, aber es geht. Der Kopf ist so gut, nicht so stark, aber mittlerweile pendelt es sich langsam ein. Also müssen wir abhauen. Die Bullen sind schon relativ dicht abgegessen. Was da gerade abging mit den mit dem Drogenverkauf und so weiter, wird sich dann demnächst klären. Ich will jetzt mal nicht zu viel spoilern. Aber man sieht schon, da geht schon ein bisschen wilder zur Sache. Ein bisschen mehr Action. Boom! In your face! So, hier auch nochmal drüber. Das war noch vor Parkour, bevor Parkour einigermaßen Mainstream war. Und let's go! Richtig geil. So, weiterlaufen, einfach abhauen. Wow! So, ja, natürlich ganz ruhig. Einfach mal durch die Bude durch. Passt schon. Prosperity, man. Oh shit, Jackie Ma. Lanaya, it is you. I can't fucking believe it. What are you doing here? When did you get back? Well, wait. Man, you look like shit. Hey, fuck you. You know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old. But good to see you. So what the fuck? They finally deport your ass from the United States? Mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha. Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from old prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Redpole in the Sun on Yi. Got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Redpole and the Sun on Yi. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a Redpole too.
still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now... Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh, man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma. Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yi is the most powerful gang. Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Pole. The lieutenants, like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei! Good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Triads for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. Es wird gespeichert. Wei Shen? Man, this is gonna be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. Guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. So, und wir sind into the game. Dauert mir ein bisschen, so erstmal speichern. Wer hat gesehen, steht wieder was im Chat drin. Erinnert mich ein wenig an die Yakuza, das Ganze. Und wenn wir schon dabei sind, wie findest du Yakuza? Richtig geil. Aber das Problem ist bei mir, dass die alle Teile in Englisch sind und ich kann zwar gut Englisch, aber ganze Spiele und auch sehr textlastige Spiele in Englisch ist schon ein bisschen krass, aber die Storys sind richtig und vor allem die Grafik. Ich habe echt wenig Spiele gesehen, die so eine geile Grafik hatten wie die Yakuza-Spiele. Und ich hab Yakuza Zero, also das Remake vom ersten Teil, glaube ich. Dann Yakuza 4, Yakuza 5, also ich habe 3 oder 4 Yakuza-Spiele definitiv. Und ich habe schon einige reingespielt, auch bei der Demo vom letzten von Yakuza 6. Und ich glaube, bei Kiwami habe ich auch meine Demo gespielt. Und ich habe bei einigen mal reingespielt. Immer wieder richtig geil. Und jetzt haben wir keine Story bzw. Einführung in das Ganze. Also wir, Wei Shen, sind ein Undercover-Cop, also ein Polizist, der sich jetzt als
Verbrecher durchschlägt bei der San Onji, die es auch in echt gibt. Die heißen da nur San Di On und ist sowas wie eine chinesisch-koreanische Yakuza-Gruppierung. Und ja, es wurden schon ein paar Namen gedrappt, wie zum Beispiel der Dragonhead, das ist der Anführer von der von dieser Vereinigung, und die Red Pulse und sowas wie so kleinere Viertelanführer, wo es einige gibt. Genau, das nochmal so nebenbei dazu. Hongkong, Gott, wo der Hell ist Hongkong? Ich glaube China, oder? Boah, richtig peinlich. Ich weiß noch Japan und Tokio, alles andere, I don't really know. Was war das? Man weiß es nicht. Alexa muss ich mal stumm schalten. Geht ja gar nicht. So. Ja, dann hier sind wir in den Slums, kann man sagen. Oh, Jackie rennt schon weg. Hier gibt es auch lecker Hähnchen, wer Hunger hat. Sieht sehr tasty und vor allem sehr, sehr, sehr gut aus. Was hat er da schon? Was hat der Kumpel? If they're both Red Poles, shouldn't they be on the same side? Should be. Dog Eyes always was an asshole. Turns out, he's a greedy asshole too. Ich finde die Grafik ist eigentlich gar nicht mal so extrem schlecht. Hoffen wir, dass das Gequatsche von den beiden. Sonst einfach lesen und Untertitel, kann man ja gut sehen. Und Jackie Mars, unser Kumpel, das können wir jetzt haben. Wir sind mit ihm aufgewachsen. Ja, wurde schon alles gesagt. Und jetzt treten wir ein in die Unterwelt. Hey, Jumei, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Leo Kaidai, 我今就收你皮。Give him alone! 鬧底就贏，打就企定。I'm gonna call the cops! 你同我含撚啦，呢度幾撚時輪到你講嘢啊？ Hey, you don't talk to me like that! Stop it! Get off him, I don't care who you are. Let go of Jackie, I'm gonna fuck you up. Ich wollte gerade wegen Hongkong googeln, das machen wir ein bisschen später. So, erstmal gibt es eine kleine Kampfanführung. Denn natürlich kann man auch ein bisschen kämpfen. Oder relativ viel kämpfen. So, schwere Angriff halten. Boom! In your face, bitch! Das ist eine ganz kleine Anekdote. Als ich das Spiel zum ersten Mal geholt habe, war es für den PC. Und da es die Uncut-Version in Deutschland nicht gab, habe ich sie mir aus Österreich importiert. Und mittlerweile ist die Version sogar, soweit ich weiß nicht, ob sie direkt indiziert ist, aber ja, es ist im Grunde dasselbe Spiel mit derselben Inhalt. Es gibt nur ein paar, ich sag mal, Kampfkombos, die es in der deutschen Version nicht gibt. Also zensurmäßig der absolute Witz. Bei uns verboten, in Österreich ist also alles okay. I don't know warum, aber ist so. Do a little more. You kidding me? Yeah, all right. Come the fuck on. So, jetzt geht ein bisschen mehr die Brust ab. So. Wo kann man sie denn entgegenschlagen? Erstmal hier. Puff. Aber man kann auch irgendjemand zum Beispiel Aschentickets. Hier zum Beispiel. Nee. So, nehmen. Gegen Wände oder Tische schleudern. Boom. Da gehen auch einige krasse Kombos. Zack. Also das Kampfsystem ist schon ziemlich witzig. Die KI ist ein bisschen leicht. Ja, nicht die KI, die Spielphysik ist ein bisschen leicht übertrieben. Aber es geht. Uff. I fuck you up.
docken alle gerade. Na, komm schon. Zack. Haben wir alle? Alle down? Ne, da ist noch einer. Ach, der lebt doch. Als ob. Ist doch gut. So. Komm her. Ah, jetzt geht's, genau. So. Das sieht richtig geil aus. Bam! Destroyed. Sowas liebe ich. So, Art Finisher. Absolut geil. So, richtig cooles Kampfsystem. That look nasty. You okay? Yeah, I'm okay. Bunch of fucking assholes. So, everything's cool? Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Here we are. Golden Koi. Mom owns the restaurant. Oh, Winston's Mom. Die ist geil. Oh, where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is Wade. Wei Shen. I told you about him, remember? Fuck. We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from Old Prosperity. Like us, Hoochie all day. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old Prosperity, huh? I've been on vacation. Young Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie. Yeah? No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Wait a minute. Dong Yatsung, I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah, Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Eyes. No offense. Dan I soaked to bao ya. Where's she now? She's dead. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You fearless? Or just crazy? Try capable. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take Wei with you? Hey, Jackie, hang back a second. I want to hear more about. All right, you wanna be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great, that's all I fucking need. Naja, ein bisschen kämpfen schadet nicht. Ich muss eben da richtig reinkommen, ich bin da die Playsteuerung nicht so ganz gewohnt bei sowas. Locken ist so. So, kontern. Aber ich hasse so Kampf-Tutorials. Du musst genau das drücken. Du musst aufpassen. Ich bin bald down. Muss nicht sein. Oh oh. Ah! Und ich bin tot. Geil! Erste Schlägerei, tot. Beste. Macht ja nichts. Alles gut. Muss ich jetzt nur runter eine ganze Zeit? Das ist leicht langweilig. In die Eier. Noch 20 Sekunden.
schon ein bisschen besser. Das ist echt ein relativ cooles Kampfsystem. Also ich spiele jetzt nicht viele Beat'em-ups, aber das ist ganz cool. Boom. Übrigens, das Spiel ist ab 18. By the way. Ist auch ein bisschen leichtblutig. Uwe ist denn da? Hi. Ich hoffe, es leckt nicht. Boss, we were just leaving. Dala, huh? And it was just getting interesting, too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Ong Yi. Both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Wei's your brother. And I was the first guy who ever stabbed you. Remember me now? Whoa, Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, dog eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. Sure people understand that I'm in control, not dog eyes. Got it? Got it, boss. Momentan. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. Der ist ein bisschen sauer. Also zurückstecken wir mittendrin zwischen den Machtspielen. So, übrigens muss man immer wieder pausieren. Sorry. Kennst du eigentlich die Verbrecherorganisation Yakuza? Oh, es leckt wieder. Ich hoffe, es leckt nicht die ganze Zeit. Ich gucke jetzt nicht immer so drauf. Kennst du eigentlich die Verbrecherorganisation Yakuza, also die echte aus Japan? Also persönlich nicht, aber ich habe schon ein paar Dokus gesehen und da ich mich ein bisschen mit Japan auskenne und Japan-Fan bin, kenne ich natürlich auch ein bisschen die Yakuza und wie die auch sich zusammengesetzt hat aus der Shinsengumi von früher. Also so eine Art frühere, so eine Art Bürgerpolizei war es ursprünglich, hat sich dann ein bisschen mehr ins Verbrecherkriminalität, also eher ins Schlimmere, gewandelt und wurde dann aus einer Art Bürgerwehr zu so einer krassen, ja, Verbrecherorganisation, die bis heute aktiv ist. Das ist echt ein sehr interessantes Thema, ich gucke da echt ein bisschen zu wenig. Das ist echt ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, ich mache. Aber sonst bekomme ich Albträume. Ach, bitte nicht. Ist doch nicht so gruselig. So, jetzt sind wir hier am Markt, am Nachtmarkt, glaube ich. Da geht schon ein bisschen mehr die Post ab. Hier im Golden Koi. Hier gibt es auch einige ziemlich witzige Sachen zu gucken. Auch hier ist eine ganz billige. Ach, ich muss mit Jackie mitgehen. Das ist die Mission abgebrochen. Habe ich jetzt. Ne, wir haben sogar stehen. Super. Wir haben zum Beispiel ein paar witzige T-Shirts kaufen. Ah, Special Prices. Yeah. Hey, nice man. Da sieht man die ganz billigen Made in China Produkte. Richtig, richtig billig. Übrigens, diesen, ich glaube, ein Dinosaurier war das. Hippo? Irgend so ein Ding. Den sieht man relativ oft. Das ist ja so ein. Sexy man, like, holy shit. Sieht man ja ein bisschen öfter. Hier gibt es auch Klamotten. Hier auch. Gibt schon richtig coole Sachen. Hier auch Automaten. Kann man auch ein paar Sachen kaufen. Was zum Trinken. Ist schon ganz geil. Erhöhter Schaden. Yeah. Das ist schon ein bisschen cooler.
Ist schon ganz geil. Ein Japan-Festival für Arme, gefühlt. So, aber wir haben ein bisschen Arbeit zu machen. Wir quatschen ein bisschen über die Referenzheit. Wie gesagt, ich kann da ab und zu ein bisschen drüber quatschen, also wie ein Zug einfach lesen. Und wir sind in North Point. So, und müssen hier ein bisschen... Eishits, Dragon Quick für zusätzlichen Wumms, erhöht den Nahkampfschaden. Wir müssen jetzt ein bisschen Kohle einfordern. So, hier kriegst du aber schon der erste Laden. Ne, bei dem nicht. Also da würde ich auch meine HiFi-Sachen kaufen, definitiv. Denkt man ja die richtig originalen Sony-Produkte. Meine erste Wahl. Was hat der für ein Problem? So, hier ist der erste Kunde. Ich glaube, der verkauft DVDs. Ah, Schuldeneintreiber, so heißt das Wort. Genau, Elektrohändler. So, Mediamarkt für Arme. Erpressen. Treiben Sie Schulden ein. Boah, das sieht zu billig aus. Also ich würde echt nie bei so einem Laden irgendwas kaufen, auch wenn es noch so billig und noch so geil ist. Also ich würde hier nie die PlayStation 5 für 3 Euro kaufen. Nie. Aber gut. Treiben wir Schulden ein. Gut, er hat so ein iPhone, pass. Very good. So, Uhrenhändler, die neuesten Smartwatches. Hab gehört, da gibt einiges. Wo ist das? Wo ist der hingelaufen? I don't know. Na, gucken wir uns noch ein bisschen um. Hier gibt es auch was zu kaufen. Ich glaube ein paar... bisschen was zu essen. Fischklops. Vollständige Gesundheitsregeneration bringt ein bisschen wenig. Also hier unter... Ah, perfekt gelöst hier das Ganze. Denn ich bin immer wieder bei irgendwelchen Anzeigen. Genau, unter mein ist die Spielanzeige. Perfekt. Also hier der rote Strich. Das ist meine... HP sozusagen und ist gerade schön voll. Da ist die Konkurrenz von der Lade. Oh, da blinkt schon was. So, Tresor öffnen. Eins von 40 entdeckt in North Point. Ich weiß nicht, ob ich in meinem LP. So viel Geld war drin. Ich weiß nicht, ob ich in meinem LP dazu auch alle Tresore fange, also vor allem fangen, aufdecke. Die hat man jetzt relativ gut gesehen, da hat die krass blinken. Ich weiß nicht, ob ich nur die Story mache oder irgendwelche, ja, alle Trophäen oder alles Sammelbare. Ich weiß nicht. Machen wir dann ganz spontan, wie Lust und Laune habe. So, gibt es ein bisschen Obst. Aber wir müssen zum Uhrenhändler. Die neue Apple Watch muss auch finanziert werden. So, da hinten ist sie. So viele Leute sind im Weg. Verpiss dich. Eiscreme. 15. Oh, geht. Hey, you want ice cream? Sie sind klug. Kaufen vom Besten. Dieses leckere Eis. Super. Und hier sieht man auch diesen komischen Hippo. Der ist überall. So, alles klar. Bin schon da. Alles gut. So. Der Uhrenhändler. Collecting for Winston. Winston? Dogeye said he is in charge here. We're here to clarify that. What? You want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. Okay, der will nicht zahlen. Kein Problem. So, was sind die Schlägertypen? Ach, der da. Der läuft ja gar nicht. Was ist denn los mit dir? Erstmal Steuerung vergessen, man kennt ihn. Hallo? Also, Umgebungsgriff. Rein in die Zelle. Puh. Ein Umgebungskill. Okay, jetzt halt, sehr schön. Her damit. Take the money. Super Synchro auch. Gemüsehändler. Triaden-Missionspunkte. Gewalttätige Aktionen gegen Feinde erhöhen ihre Punktzahl. Genau, da gibt es Triadenpunkte und Polizistenpunkte. Denn man kann
entweder hier im Untergrund Verbrechen begehen oder die Verbrecher auch schnappen. Es gibt auch ab und zu mal so, ich sag mal, Polizeimissionen. Also man ist ab und zu mal auf beiden Seiten. Das ist richtig geil. Wir sind da hier Undercover Cop. Und da gibt es auch einige. Genau, das sind so Art, ich nenne sie mal Herzcontainer. Da kann man die Gesundheit ein bisschen erhöhen. Muss man ein bisschen beten. Anzünden. Bumm, bumm. Gar nicht klischeehaft. Aber so kann man ein bisschen die Gesundheit nach und nach regenerieren. So, der Gemüsehändler ist da hinten. Alles an dem Weg. Richtig schlimm. Verpiss dich. Ich mach ein bisschen aggressiv. Der Muck ist ziemlich geil. Hier kauft auch Dragon Kicks. Übrigens, wenn man es bei dieser Dame kauft, ist es doppelt so teuer wie im Automaten. Das ist schon ein bisschen leicht abzocken. So, da vorne ist er. Der Gemüsehändler. Das Gemüse sieht so komisch aus. Eine richtig flache Textur. Wir arbeiten für Winston. Wir müssen über Business sprechen. Winston? Ich habe kein Business mit Winston. Jeder hat Business mit Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up his ass. Hey, fellas! Den Witz habe ich früher nie gecheckt, aber mittlerweile weiß ich sogar, was ein back toy ist. Irgend so ein Gemüseding. Ja, ich kenne mich aus. So, die kamen wieder da mal rein. Ich liebe sowas. Einfach richtig kreativ. Ich sehe keinen. Ein bisschen. L2 ist hier. So, dich hau ich mal da rein. In dieser Box. Na. Ist doch gut jetzt. So. Ja, ist doch gut jetzt. In die Box. Ab in die Dropbox. Du bist auch ein Bösewicht. Da kann man dich reinhauen. Richtig geil. Oh Gott, ich gehe mal drauf, das ist nicht so gut. So, da ist noch einer. Gibt's noch Umgebungskills? Ich weiß nicht. Egal. Schon ist schon der richtige. War doch komplett geistig verwirrt. So. Und wenn die Zeitlupe ist, war es der Finisher. Der letzte. Boah, ich war fast schon tot. Ich muss ein bisschen aufpassen. Alles gut, Jackie? Jo, alles gut. Ja, mit den Kohlen. Normalerweise müssten alle bei Winston zahlen, denn das ist ja Winstons Gebiet, wurde ja schon erzählt. Gesundheits-Regeneration. Ja, mit Lebensmittel füllt sich ein bisschen auf. Das heißt, ich werde jetzt gleich ein bisschen Nischen aufgefüllt. Super. Weil wir also nichts kaufen. Das ist super. Gott, geht doch alle mal weg. Gibt's auch Hot Dogs. So, Metzger, wo ist der Metzger? Wir schützen sie den Metzger, okay. Der ist ja hier. Nee, du bist nicht Jackie. So, das jetzt, man weiß es nicht. Oh, was ist denn da los? Hallo, wo ist er? Jetzt hau ah. Ganz ruhig. Ich falle auf einmal. Du musst älter in dieses Kampfsystem reinkommen. Boom. So, die kam hier wieder da rein. In your face. Das ist auch ziemlich geil. Ach, ich fand das geil irgendwie. Ich weiß nicht warum. Dann können wir die falsche Taste. Na. Gott, ich sterbe schon wieder. Bitte nicht. So, das wollte ich machen. Wo ist noch einer?
Der hier? Umweltschützer. Very nice. In your face. Puh, fast gestorben. Aber es regeneriert sich. Ah! Es macht es von selbst. Sehr cool. So. Erpressen. Ja, damit. Why was he beating you? He was demanding 20 times the normal payment. Das 20-fache. 20-fache ist schon eine Erhöhung. That sounds very reasonable. Ich muss aber echt sagen, im Grunde ist das gar nicht mal so blöd. Denn das ist schon eine gefährliche Gegend und wenn man so eine Art, ja, im Grunde ist das sowas wie eine Versicherung. Wenn man einfach die Versicherung zahlt, kann einem so gut wie nichts passieren. Okay, ist ein bisschen mehr als eine Versicherung, aber an sich ist das gar kein so blödes System. Die können ihre Geschäfte machen, wir haben unsere Kohle. Alles cool. Schon gar nicht mal so schlecht. Alle haben gerade irgendwie Bock auf einen Hotdog. Über 5000 geben alles jetzt für Hotdogs aus. Living the American Dream. Sehr schön. Da schon ab und zu mal ein paar Prostitutions rum. Oh, was check hier? Ah, da hinten. Und was ist die Mission? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Es gibt ja auch. Ach, haben wir gar nicht gesagt. Es gibt auch Upgrades. Völlig vergessen. Also man kann, je nachdem wie viele Punkte man bei bestimmten Aktionen kriegt, Upgrades bekommen. Da gibt es Kopf-Upgrades, Triaden-Upgrades, Marktkampf-Upgrades, Ansehen-Upgrades und Gesundheit-Upgrades. Das sind diese Schreine. Einen haben wir schon und wenn wir da 5 haben, kriegen wir plus 10% von der Leiste, so gesehen. Genau, und hier kann man auch dann nach und nach, welche Stufe man ist, hier aufsteigen. Kopf-Upgrades, das heißt, man hat da eher ein bisschen mehr Funktionen für als Polizist, ein bisschen mehr Sachen. Zum Beispiel ja, erhöhter Rammschaden, eine Brechstange, schnelle Entwaffnung und so weiter, was das für als bei Polizeimission ganz praktisch ist. Und bei Triaden-Upgrades, wie man halt, ja, besser kämpft im Grunde. Das sind also neue Techniken und Tritte und sowas. Und sie hat auch noch ein paar neue Techniken, also ja. Ob wir da bis zum Ende sind, überall durchquetschen, weiß ich nicht. Aber mal gucken. Der Sozialknoten war. Ach so, ein Bums. Ach schon, da gab es immer so Auszeichnungen. Also eher so interne Statistiken bei bestimmten Sachen. Killserie und so weiter, Sprungkick, Kopfkiller, Kopfgeldjäger und so weiter. Das war so eine interne Statistik, genau. Spielelog. Ja, da sind die Events. Gehen Sie zur Boutique. Habe ich gar nicht mitbekommen. Dann noch eine eigene Statistik an sich. Besitze. Man kann verschiedene Autos besitzen. Gab es waren auch Hemden, Fahrzeuge, Kleidung, so, okay. An Pickups, das sind die. Ah ja, genau, das sind die Sachen, die man hier. Die Tresore, Überwachungskameras und Gesundheitsschreine. Da kann man also auch Kameras hacken. Besitzer hatten wir gerade. Und noch eine Statistik an sich. Gibt es halt auch relativ viele. Ja, also gibt es auch Sachen hier zu machen. Und müssen erstmal zur Boutique gehen. Also anscheinend müssen wir einkleiden. Bin ich schon richtig oder? Ja, bin schon richtig. Das ist schon checky. Alles gut. Stimmt, denn je nachdem was ich trage, gibt es ja verschiedene Kampfboni. Auch ganz interessant. Also, kaufen wir so schickes. Kann ich auch drüber sliden? Yeah, cool. Schon eine geile Stadt hier. Gefällt mir. So. Wir haben da ein bisschen K-Pop.
Denk, was hört man überhaupt nicht? Umsehen? Was hat sie denn? Ich glaube nur 5000. 5000 Hongkong-Dollar. So. Torso, was brauche ich eigentlich? Ich weiß nicht. Hier gibt es zum Beispiel so Schlägersets. Also wenn man bei dem Set das ganze Outfit trägt, hat man 5% mehr Nahkampfschaden oder sowas. Steht ja da. Auch bei Hosen auch. Gibt es also so billige und ein bisschen coolere Sachen. Eine Baseballmütze bin ich gar kein Fan davon. Drehen. Ah ja, kann man auch, genau. Da braucht man Anziehen 1, Armketten, Rockerarmband. Nee. Kriegt mir gerade nichts. Unterhemd. Nachgemachtes Hang and Sew mit V-Ausschnitt. Schon ein bisschen cooler. So, kaufen. Dann eine passende Hose. Eine gefälschte Hose, die ein bisschen leicht seltsam aussieht. Oder eine sehr ausgebeulte Jeans. Passt ein bisschen besser. So, gehört auch zum Schlägerset. Dann fehlen nur noch die Schuhe. Die unechten Jay Jiggler Leinenschuhe für 105 Hongkong-Dollar. In einer nahegelegenen Fabrik gefertigter Klassiker. Also, made in China. So, dann ist das Schlägerset komplett. Und wir haben 5% Nahkampfschaden. Geil! Soll ich doch den Hut kaufen? Ne, passt schon. So, jetzt geht's zurück zu Winston, ihm die Kohle übergeben. Oh, die Mucke ist geil. Wo ist jetzt der Eiscreme? Aber ohne Eiscreme-Verkäufer. Ist ja was anderes los? Hä? Ching, ching, ching. Ka-ching, ka-ching. What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Okay. Ah, nicht ganz auf 3 Tiradenpunkte. Ah. Ich hätte ein bisschen mehr reinhauen müssen. Schade. Ich hätte ein bisschen aggressiver spielen sollen. So, jetzt gibt es auch Missionswiederholungen. Das ist jetzt auch nicht nach jeder Mission. Jetzt wird es weitergehen zur nächsten Mission. Und es gibt auch Gefälligkeiten. Das heißt, man kann denjenigen auch ein bisschen helfen. Und hier gibt es auch. Können wir es abbrechen? Nicht, da ich in keiner Mission bin. Und wie war denn das? Weil es ja leckt auch nicht. Wie war das? Sozialknoten. Moment. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst sieht man meine E-Mail-Adresse. Ein bisschen uncool. Ah ja, genau. Hier bei Mission. Hier könnte man das zum Beispiel wiederholen, um mir noch ein paar Triadenpunkte rauszuholen. Aber und lassen wir lieber mal. Ist je was für so ein 100% Run, wenn wir wirklich alle möglichen Punkte haben wollen. So, lassen wir also mal. Upgrades geht glaube ich auch noch nichts. Ich habe noch keinen Punkt für irgendwas. Keine zurückgebrachten Statuen. Denn man kann die Statuen sammeln und dann auch irgendwo zurückbringen. Und je nachdem, wie viel das man zurückbringt, kriegt man einen. Ja, eine Technik dazu. Das höchste ist Dim Mark. Das hatte ich bei meinem Privatdurchlauf auch. Eine sehr krasse Technik, hat alles um. Und hier,
wie es dann bei uns sind. Also man kann derzeit nichts upgraden. Hier wurde das erste ein Smartphone sieht, das heißt man hat ein eigenes Smartphone, was schon ganz praktisch wäre. Und bei Triaden-Upgrades, wo wir schon ein bisschen näher dran sind, Moment, das habe ich schon. Das nächste wäre entweder Schlagschadenbonus oder Schlagresistent. Und hier war Schnellentwaffnung oder ein Slim, schon mal sein Brecheisen, den man immer dabei hat. Ne, man findet in diesem Auto diesen Brecheisen. So war das. Absolut wild. So, hier gibt es ein paar Gefälligkeiten. Mal gucken, was die so schönes will. Hilfe anbieten. Geh weg. Can you do me a favor? Bravo, yeah. What is it? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. Okay. Bringst du das Geld ins Kolben? Wollte ich hingehen? Da ist ja sozusagen das Headquarter derzeit. Aber es gibt, glaube ich, nichts, wo man die Map ein bisschen vergrößern kann, um zu gucken, ob da noch was offen ist. Aber passt schon. Gott, sind so viele Leute im Weg. Da ist er auch auf dem Zwischenstand, dieser komische Hippo. Ist wohl das die Kawaii Neko hier. Hier gibt es vielleicht gebrauchte Unterwäsche, man weiß es nicht. Aber eine Frage, wer würde sowas kaufen? Wer geht da hin und denkt sich, geil. Okay, ist hier anscheinend. Aber ich nicht. Ich eher weniger. Das sieht ein bisschen leichter nach Rotlichtportell aus. Gehen wir mal ganz schnell vorbei. So. Oh, da gibt es Nudeltopf. Auch geil. Hier gibt es einen überteuerten Dragon Kick. Da auch einige Klamotten, aber die kann man leider nicht kaufen. Also man kann nicht bei jedem Shop einkaufen, aber schon bei einigen. Ich glaube, da konnte man auch noch ein bisschen in die Richtung gehen, aber nicht so weit. Entweder kommt eine Invisible Wall oder Missionsabbruch. Sogar Missionsabbruch. Wow. Ich glaube, die Gefährlichkeit nicht erwiesen. Ich wollte mich ein bisschen umgucken. Die alte kann auch locker wickelt warten. Apropos alte, man hat Winston, also Winstons Mal noch nicht gesehen. Die ist absolut geil. Das ist eine andere Definition von MILF. Die ist richtig. MILF hoch 2. Okay, aber ganz schnell. Ah, du sollst dich beeilen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Sollte ich ab und zu mal die Texte unten lesen? Sind alle krass am Shoppen hier. Hey Big Man. Wieso sagt ihr zu mir, hey Big Man, you want some new clothes? Willst du mir so einen Schlüpfer andrehen? Ich weiß nicht. Gibt es ein paar so komische NPCs hier? Allerbeste dies. I have every movie you want. Aber dieses ganz auf billig gemacht. Was geht's in die richtige Hut? So. Oh, was ist hier los? Ansehen, Punkt. Was ist mit dir los? Ganz ruhig. Rein hier. Noch reinschmeißen? I don't know. Ich halte mal in den der rein. Uff. Anzeige aktiv. Hat man glaube ich ein bisschen mehr Geschichte Gegner ein und kriegen ihre Gesundheit. Ah, da geht's auch noch zu, sehr schön.
Umweltschützer. Sehr schön. Ich glaube, das war bei 10 Umgebungskills. Das ist ein bisschen leicht gefährlich. Aber wir kriegen alles hin. Ist bei so viel ein bisschen leicht schwierig, aber es geht. So, die kann ich da mal rein. Das nicht am Fenster. Ah, genau, stimmt. Jetzt nicht angezeigt, aber genau. So, die kann ich mal in das Fenster. Jetzt geht's komplett ins Fenster rein. Absolut gut. In your face. Hat man's gesehen, hat nicht mehr getroffen. Einfach so ein Gesicht vorbei. Absolut gut. Und ich dachte, einer lebt noch. Anscheinend nicht. Die Party ist over. Dann bringen wir die Kohle mal zu Winstons Mutter. Oder erstmal zu ihr. Läuft bei ihm. Für Susan. Ich habe den Namen nicht mehr gemerkt. So, Ansehen gestiegen. Feldbericht Winston Chu. Auch sehr interessant, man kriegt immer wieder mal so Feldberichte. Man sieht es nicht. Mein Kopf ist davor. Bup. Feldbericht Winston Chu. Kriegt man immer wieder kleine Hintergrundstories. Bisschen Geld. 200 Hongkong-Dollar brauche ich unbedingt. So. Und die Berichte konnte man ja auch, glaube ich, irgendwo lesen. Oder später zumindest. Und so hat man so einen Rekord für Händlerpressung. Für die Mission. Sehr schön. Ich glaube, das Handy kriegt man ein bisschen später mit ein paar Infos. Ah, stimmt, man bekommt ein Handy. Gott, völlig vergessen. Im Laufe der Story. So, ich kann mal nicht reingehen. Aber hier geht's nach oben. So. Geben wir die Kohle mal ab. Shitting me? So what'd you do? Nothing, nothing. I met the mole. I came straight to you. Didn't want to start anything major without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck. He's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Quan nach Mings Aufenthaltsort fragen. Quan ist, glaube ich, die Dame unten. Also diese Empfangsdame hier in diesem wunderschönen Restaurant. Hier ist Winstons Mutter. Ist sie nicht hübsch? Richtige Big Mama. Leute, macht auch hier ab und zu ein paar komische Sachen. Hi! Ja, sexy. Ach, so richtig unhygienisch aus. Hier ein Bild von Winston. Ja, absolut schön. Hygienisch gleich null. Aber passt schon. Damals gab es schon Gulag. Gab es heute ein Spiel, oder? Es gibt immer diese Gulag-Memes. Sojasauce. Nee, das wäre die gewesen. Wäre es dann Quan? Ich weiß nicht. Hier gibt es auch ein paar Gäste, die lecker schnabulieren. Sieht so unhygienisch aus. Oder war das Quan? Im Laufe des Spiels schalten sie neue Polizeiberichte frei. Benutzt sie Telefon, sie abzurufen. Ah, Telefon ist da.
Boah, geil. Genau hinter der Chatbox. Ich mag's da ganz kurz weg. Hier ist ein Telefon. Ah, hier gesagt, die Berichte. Kann man das dann sehen? Okay, das sieht man sehr schön. Jetzt ganz viele Berichte und irgendwo hier war der Feldbericht von Winston Shu. Lesen wir mal ganz kurz durch. Hintergrund Winston Shu, Codename Dragon, 5. Oktober 2010. Streng geheim. Mein Hauptkontakt ist Winston Shu, der Sun und Lee Red Pole, der einen Teil von North Point kontrolliert. Zumindest denkt er das. Wie es meinen letzten Berichten hervorgeht, verliert Shu die Kontrolle mehr und mehr an einen rivalisierenden Sun und Lee Red Pole namens Sam Dog Eyes Lin. Shu ist hitzköpfig, impulsiv und nicht allzu clever. Er verfügt über keinerlei schulische Ausbildung und ist selbst mit Intrigen und Gang. Mit Intrigen auf Gang-Ebenen überfordert. Boah, Gang-Ebene, wäre wieder sowas für ein Spelling Bee. Seine Stimmungsschwankungen gehen möglicherweise auf anabolische Steroide zurück, die er meines Erachtens regelmäßig einnimmt. Shu ist ein idealer Zugang in die Triade. Er ist ehrgeizig, aber zu dumm, um seine Ziele zu erreichen. Und braucht dringend eine intelligente rechte Hand. Diese Rolle spiele ich. Übrigens, das Ganze ist aus der Sicht von Wei geschrieben. Also quasi den Bericht, den er jetzt an die Polizei schickt, um mir ein paar Namen bekannt zu machen. Allerdings hat mein rascher Aufstieg innerhalb der Water Street Gang für Unruhe gesorgt. Ich bin überzeugt, dass die Mutmaßungen über meine wahre Identität eher auf diese Eifersüchteleien als auf Beweisen beruhen. Trotzdem muss ich aufpassen, um meine Arbeit muss in der Zentrale absolut vertraulich behandelt werden. Shu ist wie zahlreiche andere Anführer der Sun und Lee, dahinter auch Dog Eyes Lin, im Wohnbauprojekt Old Prosperity aufgewachsen. Er scheint sich schon früh der Triade angeschlossen zu haben und hat mittlerweile den Zenit seiner Macht erreicht. Um noch weiter aufzusteigen, muss er seine Aktivitäten völlig neu ausrichten. Wenn er mit den weitaus versierteren Rap-Poles wie Big Smile Lee, Tu Chin Cao oder Broken Nose Jiang Schritt halten will. Der wird schon einige krasse Namen gedroppt, die ja später auftauchen. Aber interessant. So, hier gibt es auch Kontakte, also keine Kontakte. Das ist ein SMS, hier gibt ab und zu ein SMS rein. Und Sozialknoten, das ist der Bums hier, okay. Einfach wupp, Handy ist da. Geilerweise unter der Chatbox. Unpraktisch, aber gut, die muss auch irgendwo hin. Hilft ja nichts. So, da sind wir wieder. Und die Party geht wieder ab. China Matsuri ist da. Woo. Geht richtig ab hier. So, er macht ein paar fresher Pictures. So, die nächste Mission geht ja Richtung... Richtung Wind gehen, der auch irgendwie in der Nähe ist. Nämlich da vorne. Der hat nämlich Winston hintergangen. Also muss er gucken, dass seine Familie mehr oder weniger zusammen bleibt. Deshalb muss er gucken, dass er dem wieder. Ah, nee, ich muss zu ihm gehen, warum auch immer. Hi. Ach, weil er eine Gefälligkeit hat. Ah, ich suche Ming. Ming stellen, okay, da ist irgendwo da hinten. Kann er laufen? Kein Problem. Wo ist er? Da ist er. Jetzt aber. Bleibst du stehen? Der komische Glatzkopf. Als ob. Gut, das können wir ja schon. Ungeschickt macht. Macht er nichts. Überall vorbeischlängeln. Aber alles gut. Huch, was ist das? Beutel aufnehmen. Warum auch immer. Erstmal Shopping Bag klauen. Man kennt ihn. Oh. Alles gut. Ach komm. Ich nehme es einfach mit. Was soll's? Oh shit! Meine neue Shopping Bag.
easy rübersliden. Fällst du an den Leuten vorbei? Kostet nur Zeit. Komm du her! Was mache ich mit dieser Shopping Bag? Boah. Da werden Katzen geschlachtet. Also ich hoffe mal nicht. So. Keine Angst. Ich habe einen Shopping Bag. Alles ist gut. So. Ist das eine Waffe? Cool. Das ist so eine nervige Fliege. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ich glaube, man sieht sie nicht. Die fliegt mir immer in dem, vor dem Mund rum. Das hasse ich. Ha! Tot. Ich sag's dir, gewalttätige Spiele machen mich zu einem Mörder. So. Fliegenbeine. Schön. Weiter spielen. Ja, dann kann man hier reinschmeißen. Oder auch nicht. So, du kommst da rein. Das sind viele Punkte. Gibt's viele Umgebungskills. Martial Artist. Gibt's noch alles Schönes? Auf dem Tisch vielleicht? In die Mülltonne werfen? Sehr gerne. Rein mit dem Müll. Und es geht weiter hinter Ming her. Ganz ruhig. Was ist mit denen los hier? Ja, den kann man hier reinstopfen. Hoppala. Den wollte ich reinstopfen. Rein mit dir! Den kann man hier noch reinstecken. Interessant. Das ist interessant. Ich weiß doch, das wurde aus der deutschen Beziehungsweise rausgeschnitten. Es war in der österreichischen Version, der Beine deutschen nicht, aber in der deutschen PS3 Version ist es anscheinend dabei. Und auch das hier, das ist aus der deutschen PC Version rausgeschnitten. Wundert mich, dass es drin ist jetzt, dass es geht. So, der ist ein bisschen gefährlich, macht ein bisschen krass viel Schaden. Wollte eher kontern, denn der ist bewaffnet, der Boy. Das ist ein bisschen krass für Schaden. Ah! In your face! Sehr schön. Jetzt geht noch weiter. Wo ist er? Boah, Flexe wie ein junger Gott. Sehr krass. Dog Eyes gonna kill you. Fuck Dog Eyes. Winston knows this area. You fuck with us and you'll regret it. Okay, okay. But please, make sure Dog Eyes doesn't kill me. Fuck. Und wird er gecatcht.
Wei Sheng, I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime, and now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But, sir, I have it on record that he's Sun on Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad. And not only is it against protocol... Oh, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendru, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei, we can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Ja, das ist das Problem. Wenn man sieht, dass er immer wieder verhaftet wird und wieder rauskommt, fällt das irgendwann auf. Das heißt, das darf nicht oft passieren. Was sollte weniger passieren, sonst ist es ein bisschen leicht verdächtig, okay. Wieso wird der immer verhaftet? Gangmitglied. Geil. Wieso wird der immer verhaftet und kommt dann komplett easy wieder frei? Hat er was mit der Polizei zu tun? Da wird er verdächtig und schon kann er das Ganze vergessen. Einfachstes Police Work Undercover Things 101. So, alte Melonungen, 270DX, man sieht überhaupt nichts. IF-Bericht über Sam, Dog Eyes Lynn und sicheres Haus in North Point. Also wir haben eine Wohnung und Roller und ein bisschen was über Dog Eyes geschrieben. Sehr schön. Und fast hier eine Erfahrung Stufe 1. Fast 3 Triadenpunkte. Geil. Missionswiederholung freigeschaltet. Sehr schön. Ich bin schon fast im Überlegen, ob ich vielleicht die später mal nachspielen soll. Aber mal gucken. Und hier ist unsere erste eigene Butze. What the fuck? In einem sicheren Haus gibt es ein Bett, einen Kleiderschrank und eine Videoüberwachung, mit der sie auf gehackte Kameras zugreifen können. Das ist richtig geil. Gibt auch einen ja, ganz coolen Fernseher, ein Sofa, ein Schreibtisch, also alles, was es jetzt begehrt. Gut, es sieht so ganz krass gemütlich aus, aber es geht. Ein Bett ist da, ein paar Kisten. Hier ein Kleiderschrank. Gucken, was da drin ist. Eigene Outfits. Ist auch nichts drin. Ich glaube, ich kann sogar ja, nur Unterhosen tragen, aber... Nee. Ausgebeulte Jeans, sehr ausgebeulte Jeans. Ich glaube, wir bleiben beim Schlägerset. Das wird der Standardzeug. Kann man noch ein bisschen mehr nachkaufen. Select um die Karte. Ah, ich wusste, es gibt hier eine Karte. Sehr geil. Hier sieht man auch verschiedene Geschäfte, zum Beispiel Apotheken. Irgendwelche. Ich glaube, das kann man sogar. Ich glaube, sogar die ganze Karte ist offen. Ne, ein Teil der Karte ist offen. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr, oder? I don't know. Aber erstmal hier in Northbound ist erstmal ein relativ großer Bereich. Da sind wieder so viel Fliegen. Ich weiß nicht, warum es so viele Fliegen sind. Hier gibt es sogar noch Pickup-Szenen. Wie viele Schreine und so weiter es gibt. Tresore. Auch Legenden. Karaoke, Hahnenkampf, Massagesalon.
Gefälligkeit, Parkplatz, Boutique, Apotheke, Fahrzeugladen und Spielhölle. Ja, man kann sogar ein bisschen gamblen. Und Karaoke. Karaoke ist geil. So, wenn man das L3 im Primärziel durchzuschalten. Denn jetzt kann man schon ein bisschen mehr machen. Hier gibt es zum Beispiel da Überfall und Lieferung oder neue Fall verfügbar. Das heißt, entweder Polizeiarbeit oder da irgendwas überfallen. Also entweder was Gutes oder Schlechtes. Ich würde aber erstmal sagen, ich gehe mal. Es gibt schon ein paar andere Sachen zu machen. Es gibt auch relativ viele Sachen. Betrug lohnt sich nicht. Ich habe irgendwie Bock auf so eine Gefälligkeit. Oder Boutique. Na? Ich glaube, ich gehe erstmal hier in diese Richtung. Oder der Julian Bam Club, der Bam Bam Club. Gibt es hier auch. Apotheken, Massagesalon, kann man sich ein bisschen vergnügen lassen. Einsatzziele. Das waren genau hier die paar. Kann man ein- und ausblenden. Genau. Drücken Sie mehrmals L3 und die Premiere zuzuschalten. Ah, so geht's auch. So manuell. Überfahren Lieferung. Oder der neue Fall. Hier ist auch eine Dusche und ein geiles Klo. Man kann auch pinkeln. Best Aktion ever. Natürlich nicht spülen. Wäre auch ein bisschen übertrieben. Waschbecken benutzen, auch ganz wichtig, vor allem jetzt in Corona-Zeit. Ganz wichtig. Alles cool. So ein krasser Herd. Also eigentlich alles da. Kühlschrank. Also eine Art Küche mit ein bisschen Stuff. Tisch zum Essen. Kann man auch noch so einen Kleiderschrank. Also ist eigentlich alles da, was man im Grunde braucht. Und wenn man guckt, ist eigentlich gar nicht mal so winzig. Da kann man schon ein bisschen chillen. Aber trotzdem. Das reicht noch nicht. Wir gehen noch ein bisschen raus aus der Bude. Hier sind ein paar andere Häuser. Sieht ein bisschen so aus. Mich erinnert das immer an so eine Art Frauenhaus. Es gibt eigentlich nur Frauen, bis auf den komischen Typen da. Kann man ja auch rein? Nee. Ich glaube, kann man eher was auch nicht kaufen. So eine Art Rezeption. Ich weiß nicht. Also ein bisschen leicht schäbig das Ganze. Ui, hier kommt man auch hoch. Cool. Erstmal das Bein brechen. Und jetzt raus in die weite Wildnis. Hier gibt es auch ganz dezent einen Schrein. So. Drei für nächste Gesundheits-Upgrades. Insgesamt 15 gibt es hier in diesem Gebiet. Die kann man später sogar alle sehen. Jetzt sieht man es noch nicht, aber man kann später freischalten, dass alle hier sichtbar sind. Auch alle Dressuren und sowas, das ist ganz, ganz praktisch. Was ist das hier hinter dem hier? Ein Fahrzeugladen, okay. Ich muss noch ganz kurz im Ohr kratzen, das juckt mich gerade ein bisschen. Ah, schön. Das leckt bitte ein bisschen. Also wir haben jetzt schon 6,1% Lecks, beziehungsweise, ja, leckt schon ein bisschen, leider kenne ich viele, aber ein bisschen. Was gibt's bei ihm? Kräutertee. Ein einfacher Tee, der sie beschützt. Einfach mal ein Teeverkäufer vor der Bude. Der sie beschützt. Was bringt mir das? Schadensreduzierung. Das ist gut. Ach, was ist denn los?
Gott. Was ist mit meinem Ohr kaputt? Hier gibt es auch geilerweise bei diesem wunderschönen Coffee Shop Hotel. Sieht absolut vertrauenswürdig aus. Gibt es auch ein dazugehöriges Parkhaus. Und da wir vor kurzem ein Mofa bekommen haben, kann man sich hier das rausholen. Das 270DX. Dieses klassische Motorrad setzt auf Stil anstatt auf Geschwindigkeit. 5, 5. So, jetzt muss ich. Karte abgesetzt. For superior connectivity with consummate style. Beschleunigen wir so. Talk it up. Talk so, hier Notlösung. Übrigens, vorhin war das schönste Wetter, jetzt regnet es. Das passiert mir immer. War nicht mal geplant. So. Kann ich. Ah, hier kann ich es ändern. Roadrunner Records, Real FM, Kerrang Radio, Sagittarius FM, passend zu meinen Sternzeichen, Sagittarius ist ja der Schütze, Dabtown Radio, Softly, Boosie and Hawks Radio, Edge Cup, Warp Radio. Also ich würde eigentlich noch mal immer das hier hören, das ist ein bisschen rockiger. Aber ich glaube, da ein paar Songs dabei sind. Die vielleicht bei Twitch. Genau. Ich weiß es ganz genau, ich will jetzt nicht irgendwie, dass irgendein Video oder ein Stream wegen der Musik geklemmt wird. Könnte auch, glaube ich, ausschalten. Oder? Fear Factory. Edge Crusher. Ah, ich weiß nicht so recht. You've been listening to ich glaube, was am besten mal das tun, ich denke mal nicht, dass es so ein mega bekannter Song ist. Also nichts gegen den Song jetzt, aber ich glaube jetzt eher weniger, sondern jetzt fahren wir mal vorsichtig. Vorsichtig. Dahin. Ach, geben wir Gas. Das ist ein blauer Mensch, was ist das? Ach, Polizist irgendwo. Da. Ein Police Officer, muss ein bisschen aufpassen. Also nicht so schnell fahren. Jetzt geht's wieder. Ist jetzt ganz gefährlich. Vorsichtig. Alles gut. Alles gut. Sehr schön. Noch eingependelt. Alles perfekt. Achso, geht das okay? Boah. Puh, nichts passiert. Hast sogar Geld bekommen, cool. So, und hier ist die nächste Mission. Ich glaube, ich kann hier sogar. Danke, mein. Entschuldigung. Ich glaube, ich kann ja auch reinfahren mit meinem Gerät. Oder auch nicht. Dachte, das geht. Egal. Ach stimmt, hier bin ich. Ach, jetzt check ich. Da war ich. Genau, hier ist die. Auch ziemlich krass. Hier steigt man ab. So. Das ist richtig krass. Das sieht aus wie der letzte Hinterhof. Aber eigentlich ist das hier ein Polizei
nicht Präsidium der Polizeidienststelle. So richtig auf Undercover gemacht. Das ist richtig geil. Stimmt, das war ja hier. Also wie gesagt, ein bisschen was weiß ich schon. Und ich weiß, dass hier auch irgendwas versteckt war. Hier. Ein bisschen beten. Er zieht sich einen durch. Ehrenmann. Also Zigarette, nichts anderes. Und er raucht er nicht direkt. Er hält sich nur vors Gesicht. Also alles cool. Hier war auch noch eins. Also ein bisschen was weiß ich noch. Weiterer Tresor. Kleiner gefunden. Frisky Blockers. Es gibt ja auch sau viel Kleidung, das weiß ich noch. Extrem viel Kleidung. Das weiß ich, sieht so richtig beschissen aus, aber es gibt auch ganz witzige. Hi. Hier geht es wieder irgendwo raus. So, dann gehen wir mal hier rein, weil ich irgendwann mal ein bisschen Bock habe wieder auf ein bisschen Police Action. Denn wir wollen ja beides machen. Ein bisschen als Polizist gehen und ein bisschen als San Onji Triaden Anwärter. Nicht direkt Mitglied, aber Anwärter. So. Bisschen Police Action. What are you doing here? I'm sure you and Pendrew have a lot of top secret backdoor business to attend to. Look, I'm sorry about how I acted in there. You know, just playing the part. I'm already out there on the streets. I hear things like this ketamine racket. I'll see what I can dig up. How's that for an olive branch? You serious? Just like that? Look, I'll help where I can. What? I'm just a little shocked. I'm just used to Pendrew's people being more like him. I just think we'd be better off helping each other. Come on, what do you say? I could really use the help if you're willing to give it. Well, Session. Right. Schicken Sie mir eine SMS. Okay. Winston will, dass ich nach dir sehe. Alles cool. Sieht man jetzt nicht so ganz, aber steht halt da. Drei, vier Sekunden. Wir treffen uns am Nudelstand auf dem Markt. Pops, der Hinweis 1. Geht immer so schnell weg alles. So, schon haben wir eine kleine Mini-Mission. Wen Shen Chang, not Wen Shen Chang. Wen Chang Chang, Ching Chang Chang. Übrigens, hier hinten werden einige Leute gespoilert, deshalb gehe ich da mal nicht genau ins Detail hin, wer da alles ist. Okay, hier gibt es schon ein paar. Hier gibt es auch nichts Neues. Gibt es ja keinen. Ne, keinen Dingsmus-Modus, keinen First-Person-Modus. Also sieht man schon ein paar. Ja, der macht sich schon ein paar Informationen und Hinweise und Bilder, also wie man es auch bei den ganzen US-Crime-Serien kennt. Das wird ein bisschen Fastfood. Kennedy Town, eine Karte. Also haben sie hier schon ein richtig geiles Büro eingerichtet. Zum Ermitteln. Ist schon ganz geil. Und auch richtig krass gut versteckt. Hier gibt es gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das abgesperrt ist. I don't know. Ah, gut, wir haben unseren Hinweis. Also gehen wir hier, glaube ich, wieder raus. Genau. Und, bada boom. Da sind wir wieder. Let's go. Wow. Erstmal alles brechen. Auf Ehrenbruder-Basis. So, wir haben hier gepackt. Haben wir irgendwie Bock auf ein bisschen Nudel. Nudelmann? Unbelievable. Curry Fischbällchen. I'll take some, thanks. Ich habe bei jedem Tresor sind 5000 Hongkong Dollar drin. Bin jetzt schon rich as sonst was. So. Drauf gehopst. Rum rum. So gehen Donuts. Yeah. Und wieder 8 Leute umgefahren. Mal ganz kurz gucken. So, hier ist der erste Hinweis zu diesem Fall, der Popstar heißt. Genau, da wird nämlich ein der Drogendealer festgenommen, der den Ketaminhandel macht. So ein bisschen krass spoilern.
Genau, und der hat den Spitznamen Popstar, der Typ. Aber ich weiß nicht, wie der aussieht. Gott, das war ein richtig komischer. Genau. Aber ich würde irgendwie mal erstmal woanders hinfahren. Fahrzeug laden. Soll ich mal gucken, ob ich mir schon ein Auto leisten kann? Könnte ich theoretisch. Dann fahren wir da mal hin. So, überall Dings. Eine ruhige Fahrt. Es ist sehr. Ah, ich kann nicht hupen. Wusste ich gar nicht. Cool. Eine ruhige Fahrt. Oh, Vorsicht, Polizei. Alles gut. Let's go. So, ich fahre gerade irgendwo in diese Richtung. Komplett falsch. Das ist Geld. Fuck boys get money. Was ist das? So, das ist. Ich glaube hier links. Also hier eher nicht links abbiegen. Alles gut. Ach, das ist ein Autobahn-Dingsbums. Boah, dieser Rückstoß, der Musik passt überhaupt nicht. Machen wir ein bisschen Edge Club. Ja, so ein bisschen auf... Boah, das war jetzt cool. Ein bisschen auf Disco angelegt. Ein bisschen was zum Pumpen hier. Genau, hier. Links rein. Man kann da bremsen, aber wer bremst, verliert. Entschuldigung, habt ihr nicht gesehen, sorry. Lele. Nicht doch einfach absteigen. Ist, glaube ich, gesünder. So, hier ist eine Garage. Hier kann man angeblich auch Autos kaufen. Oh, ich bin in der Mission drin. Egal. Okay, man, you look like someone took a shit on your face. Jackie, I'm just a little frustrated, stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. It's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, that's good for Dog Eyes, but that might be too much too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level lunyan looking after it. If we boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. We'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston. Or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Geiler Wagen auf jeden Fall. Ah, jetzt bin ich in der Mission drin. Wollte ich eigentlich nicht. Kann ich aussteigen? Super. Isabel war ja genau hier. Meint, ich kann das ja. Mission abbrechen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. War, glaube ich, nicht ganz so klug. Aber zumindest die Mission ist aborted. So, hier kann man easy wieder runterjumpen. Mein Bike ist, soweit ich weiß, noch gerade, ist, glaube ich, immer hier. Da ist es. Gucken, wo ich jetzt. Gibt es hier auch so ein
Platz, Massage-Dingsbums. Fahrzeugladen. Hier gibt es nur so Klamottenläden. Ah, hier wird noch einer. Also ein bisschen weiter weg, aber gut, wenn ich jetzt wieder da hinfahre. Ach, hier hat jetzt hat es geklappt mit der Markierung setzen. Ah! Wenn Autofahren ist ein bisschen cooler, wenn ich jetzt schon ein bisschen 10k in der Dash habe, kann ich ja schon mal. Hoppala, nach was Coolerem mich umgucken. Vorsicht, Polizei. Alles gut. Too fast. Boah. Bin ich richtig? Hier rein. Das andere ist Niki Station. Ah, ich bin noch dabei. Bin gut dabei. Alles gut. Alles gut. Boah. Wie ein junger Gott. Perfekt eingepackt. Wenn es ein Parkplatz wäre. Ist aber nicht. Also wenn ich bei solchen Open-World-Games mal rumfahre, war ich immer unfair. Es dauert nie lange. Aber mittlerweile bin ich ein bisschen gewohnt. Weiß nicht, ob es an der PS3-Steuerung liegt. Okay, das rote Männchen unten heißt nichts Gutes. Das sind, glaube ich, Schläger. Gehe ich mir lieber nicht hin. Aber wenn ich jetzt mehr Fahrzeug anziehen will, machen wir das mal. Er hat aber Schönes. Ultimative Rennmaschine, boah. Die sieht geil aus. Drag 979. Eine grandiose Kombination aus Tempo, Handling und jeder Menge Spaß. 68. Hui. MHC. Der ultimative europäische Sportwagen. SCS. Gönnen Sie sich was? Weil ich mir sowas anziehen. Executive lässt das viertürige Coupé Realität werden. Bismarck einfach. Boah. Zeigen Sie, was Sie haben. Terra GT. Luxus und Leistung vom Feinsten. Ich brauche ein bisschen mehr Ansehen. Und ein bisschen mehr Geld. Boah. 462 einfach. Entschuldigung. Jetzt aber mal ganz schnell weg hier. Da denkt man mit 10k ist man Rich Boy. Kannst du vergessen, da geht nichts. Betrug lohnt sich nicht. Platz. Dann. Gibt es irgendeine Spielhalle? Ah, hier unten wäre ein Hahnkampf. Nee. Okay, das war auch was zum Essen. Die Apotheke. Normales Geschäft also. Massagesalon. Also Apotheken. Hier gibt es, glaube ich, auch nichts. Krass, jetzt sagt man, gut, da muss man ewig weit fahren. Ne, ich glaube, ich gehe einfach mal in die nächstbesten. Das ist langweilig, Massagesalon. Mega öde. Hier in diese Boutique. Hoppala, Entschuldigung. Alles gut. Muss ich hier rein? Hallo, anscheinend. Alles gut. Ich muss ja lang, sorry. Rein. Ah ja. Also er scheint irgendwo. Ich park mal lieber hier.
gehen wir kein Risiko ein. Und hier ist Hank und Sui. Hier kann man auch Klamotten kaufen. Ich glaube, das wäre sogar eher nicht so direkt mein Style, aber gucken wir mal, was er hat. Der jude Mann. Ja, schon ein paar bisschen coolere Sachen. Boah. Kostet schon 4000 Schlägerset. Cool Run. Angesagtes T-Shirt-Mode von H&S. Dann will ich aber meinen Nahkampf-Modus-Bonus. Okay, da habe ich den Bonus noch drin. Welcher sieht ein bisschen cooler aus? Schlapper-Jeans. Lassen Sie die Jungs abhängen. Schwarz ist das neue Blau. Ist im Grunde auch blau. Du kostet ungefähr gleich viel. Ah, ich nehme mal das hier. I like it. Schuhe. Leinenschuhe. Schläger 2 Set. Für 10%. Sieht gerade überhaupt nicht. Bitte. Bassmütze. Panama-Hut. Oh, das ist cool. 1200. Ist mir definitiv wert. Lederbänder. Respektables Anziehen. Modestatement. Nice. Hätte gerade Trophäen einsammeln hier. Subtil mit einem Hauch von Leder. Anziehen 2-minütig. Ah. 5% mehr Anziehen-EP. Das ist ja auch ziemlich cool. Aber, naja. Ein paar Sachen sind da echt verdammt teuer. Ich denke, dass ich jetzt noch in ein paar Läden reingehe. Ich muss noch gerade auch mit Taxi fahren. Und man kann auch Taxis kapern. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sorry. Steigt ihr wieder ein? Ich kann mit die trotzdem wieder fahren. Und hinten ist ein Taxi. Taxi! Also, ich wollte eigentlich das hier machen. So. Das wollte ich eigentlich machen. Geht da noch ein Klamottenladen? Boutique. Kostet aber ein bisschen Geld, glaube ich. Wobei, gerade ist es komplett egal. Also kostet ein bisschen viel. 310. Auf Ehre. Bin ich einfach anfährt. Wieder ein Hang und so, ja toll. Scheine komplett dieselben Klamotten. Nee, der hat schon krassere. I Cots T-Shirt. Die Kose. Bold. Cop Erfahrungspunkte einsetzt. Das ist auch interessant. Also ein bisschen mehr anziehen. Kuron Tanktop. Triaden EP Set. Sieht auch irgendwie ganz cool aus. Schuhe. Ah, die Schuhe. Sonnenbrille. Frisky Cruiser. Ach, was soll's. Man lebt nur einmal. Wie verbieten wir das hier? So, how's business? Not very good. Sales are way down. My shirts are just too boring. Hey, could you help me get some new design? I want to do a landscape series. Really capture what's cool. Ach ja, das genau, das war geil. Yeah, sure. Give me a couple of classic shots. Email them over when you have them. Got it. Das ist eine geile Mission. Da muss man zu verschiedenen Tempeln fahren, die so richtig krasse Ausblicke haben, da mit dem Handy ein Selfie machen, ihr schicken und sie macht daraus dann so ganz, ganz billige
Shirt-Drucke davon. Das ist witzig. Kostet aber jetzt auch ein bisschen. Nehmen wir einfach das mal. Steht gerade so schön rum. Da passt einer auf. Ich glaube, ich gehe da lieber mal. Ich will mal zu den anderen Boutiquen gehen. Zings, T-Shirts und Templer gehen. Ich kann gerade dahin gehen. Ach, weil ich jetzt gerade in der Mission bin. Das ist praktisch. Jetzt kann ich doch zum zweiten Händler gehen. Geht normalerweise nicht, da immer dann diese Mission getriggert wird. Aber da ich jetzt offiziell in einer anderen Mission drin bin, kann ich ja hingehen. Haha. Einfach mal das Spiel ausgetriggert. Sehr schön. Weiterfahren lassen das Ding. Da ist keiner. Hier gibt es wieder ein bisschen Money. 5k wahrscheinlich. 10k. Wow. Ey, das ist nichts gesehen, oder? Ja, alles gut. Jetzt hier ist einfach eine Schere drin. Auf Ehre. Okay, dann gucken wir mal, was er im Angebot hat. Okay, er anscheinend nichts, der futtert gerade. Was ist da hinten noch? Da blinkt auch was. Laufen wir auch mal ganz gut. Ne, da blinkt nichts. Wo sind der Häuserverkäufer vor allem? Der Verkäufer da drin. Ist da keiner? Hä? Hallo, ich will ein Auto kaufen. So ein Bastard. Hier ist keiner. Die schrauben auch alle. Er vielleicht? Nee. Er ist beschäftigt. Das ist ja blöd. Das ist ja eigentlich keiner. Oder vielleicht, weil es so spät abends ist. Ach Mann. Dann halt nichts. Apotheke, gut, am Nachbar gibt es einige. Dann. Da waren wir ebenfalls. Dann fahren wir mal in diese Richtung, parken da. Ist eh nur gefühlt geradeaus. Entschuldigung. Boah, ein wilder Boy. Aber er fährt mit Bedacht. Die Steuerung ist hier irgendwie ziemlich cool. Man kann nicht einfach reinfahren. Ich parke einfach mal hier, das passt schon. Ich darf das. Ah, ich muss bei X laufen. Ah, ich bin zu bei L3 gewöhnt, dass man läuft. Ist ja gut. So. Mal gucken. Der erste Laden ist hier gleich um die Ecke. Ah, hier. Ah, ich kann mal ein Bett kaufen. Jetzt war das Beistell denn dran, okay. Upgraden wir das Bett. Ach, was soll's. What do you have for me? A man like you needs a good bed. I could help with that. Make sure your nights are as relaxing as possible. Kauf ein neues Bett für sicheres Haus in Lost Point. Alright. Thank you. Someone will deliver it soon. I hope you enjoy it. Einfach mal ein Bett kaufen. Ah, ich war im falschen Laden. Geil. Das ist Ehre.
wollte dahin, ich war beim Nachbarladen. Shit. Alle haben ganz billige Sachen. Nachgemachte Shirts. Trackerhut. Ah. Armcap. Bewusstseinsband. Seine Legende. Solarenergie. Hm. Ist alles so ganz meins. Ich war einfach im falschen Laden und habe ein Bett gekauft. Na, kann passieren. So, hier einfach etwas weiter. Oh, du bist wieder Money. Perfekt. Wieder 5000, boah, ich hab schon 10%. Wie soll ihr schreien? Hey, 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 hey. So, aber der nächste Laden ist da vorne. Wenn man Interesse weckt, es gibt ja auch viele Sachen, aber da kann man nichts kaufen. Ihm ja aber, da geht was. 50% Rabatt. Hey, buddy, come take a look. Eigentlich auch nichts Neues. Icos Talent. Icos Perform. Oh, die sind ein bisschen cooler als die grünen. Blick aber mein Schlägerset. Baseballmütze. Baseballmütze. Bewusstseinsband. Ne, kenne ich auch schon. Der nächste war hier um die Ecke. Kann ich sie auch markieren? Ne. Ah, da muss ich jetzt laufen. Dann hier hoch. Hier gibt es noch ganz normale. Okay, das weiß ich. Sekte gerade ein bisschen, sorry. Das wusste ich jetzt selbst gar nicht. Man kann einen Vogel kaufen. Show me what you have. Can I interest you in a pet? They make excellent companions. Very good luck too. Now you got a sale. Einfach weil ich es kann. Okay, das wusste ich jetzt selbst gar nicht. Man kann einen Vogel kaufen. Ist ja witzig. Ja, diese Lady wird gar nicht angezeigt. Komischerweise. So, der fällt richtig ins Auge. So, da gibt es wieder Dragon Kicks. Was ist dick? Ich meine, da kann ich so schräg rüber. Kommt da auch irgendwie durch? Oder? Hier irgendwie? Ah ja. Oh ja. Bin ich jetzt? Hä? Ist ja gar nichts. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, okay. Ah, wo ich Ming nachgelaufen bin. Hier kann man runterspringen. Ah ja. Ah, ich bin hier. Da wollte ich hin. Hi. Und der Backing ist. Ach, das waren die, wo ich schon war. Und der letzte Laden, den wir uns heute angucken, ist der da. Ah ja. Er ist hier komplett verwirrt. Rabattparadies, das klingt nach ganz billig. Ja, $70 sogar. Boah. Frieden und Tod schließen sich nicht aus. Das sieht witzig aus. Hosen. Coole Jogginghosen.
Trackerhüte, boah, ich mag Trackhüte überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Hey, come on. I've got a best dude in town. Armketten. Hey, come on. Netzneutralität. You ever seen stuff this good? Ach, oh, ich kauf's mal. Einfach weil ich Bock drauf hab. So, und jetzt? Gehen wir mal Richtung Heimat. Und die Frage, wie ich am besten hinkomme, denn ich hab irgendwie. Ich will meinen Vogel angucken. Ich wusste das von dem Vogel gar nicht. Ich kann einen Ziervogel kaufen, das ist absolut wild. Will ich mir sehr gerne angucken. Und ich merke schon, 2 Stündchen als Stream ist hier echt ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob ich da auch 2 Stunden mache. Wupp. Oder vielleicht auch mal 3. Eigentlich wollte ich ja immer bei Rollenspielen mindestens 3 machen. 3 bis 4. Weil es einfach viel, viel länger dauert, bis irgendwas passiert. Aber hier geht auch einiges relativ flott. Von dem her. Und jetzt gehe ich Richtung komplett verlaufen. Ah, hier muss ich hin. Ah, ich bin schon richtig, okay. Ah, ich muss wieder rechts abbiegen. Okay. Darf ich? Dankeschön. Hat sich gelohnt. Kann ich das hier reinbringen? Dazu speichern im GTA-Style? Ne, kann ich nicht. Fahrzeug auswählen. Ne, ich kann kein Fremdes reinbringen, schade. Wäre ganz cool gewesen. Na, macht er nichts. So, gehen wir wieder rein in die gute Bude. Gucken uns mal die upgradete Butze an. Das neue Bett. Das ist eine ganz coole, sogar die Bettwäsche ist neu. Gut, muss bei dem Preis noch drin sein, 5000. Wo ist denn der Vogel? Ich höre ihn schon, aber ich sehe ihn nicht. Ist er schon weggeflogen? Ach, hier. Ist ja geil. Lebt er noch? Ja, er bewegt sich. Sehr schön. Ist ja witzig. Ich habe ein cooles Shirt, glaube ich, bekommen. Ich glaube, das habe ich bekommen, glaube ich. Dunkle Windjacke, oder war das das? Glaub schon, da ist mein Hut. Ah, ne, die habe ich bekommen, die Frisky-Blockers. Ehrbares Ansehen. Tragen Sie dieses Zubehör, um 10% bei Ansehen die Pizza zu halten. Ah, ich habe zu wenig Ansehen. Scheiße. Eigene Ausrüstung gibt es hier noch nichts. Aber ja, ist schon ganz geil bisher. Ich würde sagen, gehen wir mal kurz aufs Klo. Und dann speichern wir das Ganze und machen dann morgen wieder weiter. Ich denke, bei 2 Stunden sind ja relativ gut, denn es gibt hier ja Story-Missionen, immer wieder mal so kleine Missionen, Gelegenheitssachen, die man sie auch auf der Karte sieht. Ich denke, dann machen wir morgen dann die T-Shirt-Mission. Da fahren wir einfach zum Tempel und wie gesagt, machen damit ein Handy ein geiles Foto beim Tempel. Einfach ein geiles Hintergrundbild schicken, dass ihr dann, sie macht coole Shirts, ich krieg Geld dafür. Ist immer ganz cool. Und es gibt auch immer hier diese, also jetzt gerade nicht, aber immer diese Polizei- und Triadenmission. Apropos, gucken wir ganz kurz wieder mal Richtung Upgrades. Punkt habe ich hier noch keinen. Fast einen bei Triade.
Da geht aber überhaupt noch nichts, leider. Schade. Sozialknoten. Gute Mission könnte man vielleicht ein bisschen gewalttätiger machen, aber es geht. Bin damit eigentlich relativ zufrieden. Genau, da, wie gesagt, speichern wir mal ganz kurz. Saven. Better save than sorry. Machen wir mal hier einen Speicherstand. Und dann würde ich mal sagen, das war's dann mit dem allerersten Stream von Sleeping Dogs. Puff. Gehen wir mal back in the Main Screen. Ja. Das war soweit der Anfang. Der erste Part, der erste Stream von Let's Live Play Sleeping Dogs. Eigentlich wird ein ziemlich, ziemlich geiles Spiel. Man hat schon ein bisschen was gesehen, in welche Richtung das Ganze geht. Also der Hauptcharakter Wei Sheng hat auch mit seiner Vergangenheit schon eher mit den Leuten was zu tun, bei denen er sich eigentlich nur einschleichen sollte, um die ganze Bande hochzunehmen. Aber wird dann immer mehr und mehr und mehr das Ganze verstrickt und muss dann echt entscheiden, ist er dann immer noch Polizist oder geht er eher in Richtung seiner Vergangenheit. Denn er war ja früher auch so ein Gangster. Wurde dann Polizist. Jetzt ist er beides. Wie wird er sich entscheiden? Wie geht das Ganze aus? Wie geht der Kampf von Dog Eyes und Winston weiter? Wer wird da die Oberhand gewinnen? Ist echt saugeiles Drama von Square Enix. Also echt ein geiles Spiel. So. Ja, ist ja gut jetzt. Okay, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem kleinen, netten LP. Apropos klein, ich denke mal, das wird sich schon Weichen ziehen. Weiß nicht, 30 auf jeden Fall, 40, 50 Stunden, schätze ich mal gucken. Ich denke, wir werden relativ viele, also die Story definitiv durchmachen. Viele Gelegenheitsmissionen. Also wir gucken, dass wir da relativ viel Cooles machen. Ein bisschen Abwechslung. Hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Also gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.